So, weiter geht's bei FIFA 12. Nächstes Ligaspiel gegen den SC Freiburg. Wieder mit Neymar. Oh ja, das ist so schön. Ja, da. Zack. Legende wieder. Ja, Aufstellung. Hier nochmal. Da gucken wir, ob alle fit sind. Und. Ach, Neymar, passt schon. Ist halt ein bisschen platt, der Junge. Kleines bisschen vom letzten Ligaspiel. So, wärmt euch mal auf. Schon bald Level 23, das war schön. Den habe ich schon in der Arena. Philipp Lahm. Ist ja ganz toll. Den mag ich ja auch so als Spieler. Als Verteidiger schon eher, aber so als Stürmer nicht. Und los geht's gegen Freiburg. So, dann mal gucken, ob wir es auch so schnell überrennen können wie im letzten Spiel gegen Köln. Neymar kann mit links nicht schießen. Vielleicht sollte ich auch die Position von Neymar und Gomez tauschen. Dass Neymar linker Stürmer spielt und Gomez rechten Stürmer. Weil ich spiele ja auch häufig über die andere Seite sozusagen. So, und jetzt Neymar. Jetzt Neymar. Neymar. Lupft und ja, der war nicht so gut. Also, naja, Baumann hat ihn ja gehalten. Jetzt Robben. Ist schlecht. Naja, er kann ja nichts dafür. Ich habe ihn ja gestoppt. So, mal gucken, ob er einen Fail-Abschluss macht. Und der war doch leider nicht fail. Oh, da gerät ich vorbei. Er hat mich da aussteigen lassen. Abseits, abseits. Aha. So, wo können wir jetzt... Jetzt haben die wieder den Ball. Also Freiburg doch bis jetzt härter als die anderen Gegner bisher. Damit will ich jetzt nicht Chelsea London beleidigen. Nein, 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 nein. Die waren natürlich die härteste bis jetzt. Voll die harten waren das. Naja. So, lupf ich schon wieder vorbei. Grätsch schon wieder vorbei. Oh, da ist er durch. Da ist er durch. Oh, nein, Alter. Da hinten sehe ich doch schon einen laufen. Das ist Arjen Robben. Arjen Robben wäre doch nicht im Abseits. Ist er im Abseitsnehmer? Nein, ist er nicht. Schießen wir doch einfach mal ins Außennetz. Ich wollte eigentlich zu Robben, weil der schon im Lauf war und Neymar nicht. Da kann ich nicht kapieren, warum er nicht den anderen Spieler ausgewählt hat. Weil ich so heftig auf die Taste zu wechseln gedrückt habe. Naja, ist ja wieder. Ist ja jetzt schon, die Szene ist ja jetzt schon vergangen. Leider. So eine Chance wird er nie wieder bekommen. So. Ja, das ist gut gespielt gewesen, hätte er den Ball bekommen. Diesmal macht Boateng den richtigen Einwurf, dass wir auch weiterspielen können. Und jetzt Neymar, lauf doch mal los! Ah, Junge, du musst noch lernen, du musst noch lernen. Sondern dass man nur loslaufen musst. Und Robben, wenn dann... Wie, das war noch Vorteil für die? Robben wurde da umgestoßen und das war natürlich ein Foul an denen, weil er natürlich irgendwie im Weg war oder so. Oder was? Versteht das einer. So. Ja, nee, mal. Oh, da ist ein freier Raum, da musst du doch hin. Junge, ich will jetzt nicht auf ihn rumhacken, aber zweite schlechte Szene von ihm. Das wäre ein schöner Pass gewesen, hätte er nicht sein blödes Bein dazwischen gestellt, dieser Freiburger. Ne? So, sieh. Ja. Spielen sich da hinten rum. Ja, toll, jetzt sind sie drei gegen... Alter! Weg damit! Am besten müsste das Topfball gewinnen. Und er hat's gewonnen. Da ist Neymar. Neymar. Junge! Die kannst du nicht verziehen! Was macht der denn in der Szene, bitte? Ey, die er den verzogen hat. Schrecklich. Hätte doch selber ich reingemacht. So.
Schatten oben durch. Neymar geht mal wieder weg vom Ball. Das liebe ich auch, wenn Spieler vom Ball weggehen. Er ist tatsächlich nicht der Erste, aber ich hasse es trotzdem, wenn sie das machen. Und das war schön gespielt. Und das ist das 1:0 durch Gomez. Gomez, Gomez, Gomez. 1:0. Schön, 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 schön. War ein schöner Pass von Neymar, muss man sagen. Hier, jetzt zack und dann... Lup und drin. Aber wenn wir hoffen, dass das Spiel nicht nur 1:0 ausgeht. Wir wollen Tordebakel in Freiburg für Esen gegen Freiburg natürlich anrichten. Und so geht das nicht unbedingt. Nein. Boah, Alter. 45. Minute schon, sehe ich gerade. Dann dürfte er jede Sekunde abpfeifen. Und das ist jetzt noch nicht der Fall. Noch nicht der Fall. Immer noch nicht der Fall. Junge, wie lange lässt du nachspielen, bitte? Ey, wie lange er nachspielen lässt. Ey, wie lange er nachspielen lässt. Was war das mit diesen Standbildern? Das ist nicht gut. Oh, jetzt hat er sich wieder gefangen. So, naja, hauen einfach weg. Bumm, Halbzeit für please. Danke. 1:0 zur Halbzeit. So, weiter geht's. Ach, ich habe vergessen, offensiv einzustellen. Vielleicht lag's ja darin, dass es nicht so gut lief. So, Freiburg. Freiburg, danke. Jetzt, oh, oh, und oh. Ja, ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon so Tore gemacht habe. Genau aus so einer Szene. Nee. Ja, ja. Das müsste unser Einwurf sein. Ja, ist er auch. Okay, dann einmal den hier. Nehmen wir. Es ist wieder. Schöner Pass, schöner Pass, schöner Pass, schöner Pass, schöner Pass. Und Gomez! Und Baumann hält. Und an den kommt Rob. Ja, ja, nein, es ist keine übertriebene Härte oder sowas. Das ist alles faires Spiel, besonders wie er ihn weggedrängt hat. Vor allem sehr fair. Finde ich auch. So, Gomez. Neymar, 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 Neymar. Neymar! Oh, hau dir doch nicht so drüber, Junge! Oh, leck! Und jetzt hat er sich wieder gar aufgehangen und jetzt hängt er nicht mehr. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich lasse ihn nicht so oft aus der Distanz. Lahm! Was war das denn gerade von dir? Ja. Ja, oh, das war schön von Lahm. Das war sehr schön. Jetzt komm es. Kriegst du doch noch. Nein, er kommt mit seinem 50 Meter Bein noch dran. Ey, was macht denn da für ein Pass? Letzte Scheiß war das gerade. Neymar! Och Mann! Hält ihr den auch noch, ey! Wieso, dass die Blässe nicht mehr abprallen? Was eine Scheiße! Total unrealistisch! Boateng! Noch so ein Ding und du wirst ausgewechselt! Junge! Ey! Das ist nicht wahr, oder? So. Ich soll eben mit Grätschen rangehen. Der ist natürlich zu weit. Das war ja klar.
natürlich gewinnt er das Kopfball. Natürlich. Der sollte da auch natürlich hin. Genau da habe ich ihn auch hingezielt. Genau da habe ich ihn hingezielt. Nämlich überhaupt nicht. Und den hat er natürlich vor allem gesehen, weil er nämlich genau in seinem Rücken war. Und er hat ja auch Augen hinten am Kopf, natürlich. Die hat er sich extra operieren lassen. Jetzt, komm. Der Angriff läuft bislang so gut. Jawohl, 2-0, Schweinsteiger. Das war doch so ein geiler Pass eben. Ich weiß nicht, ob er von Neymar war oder so. Aber er hat ihn auf jeden Fall so zack einfach über die anderen hier hinweggehoben. So. Und natürlich hat er sich noch in letzter Sekunde wegbewegt. Ist klar. Jetzt weiß endlich Neymar, was er machen muss. Aber dann solche Pässe und ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Ey, zwei Spieler und er kriegt den Pass noch weg. Zwei Spieler in Bedrängung. Er war zwei von Gomez und Neymar in Bedrängung und er kriegt den Ball so locker leicht und Schlusspfiff. Was? Schon? 2-0 Sieg. Ja, so sieht man die Zeit auch oben. So. Ja, oh, da kommt schon die transferletzte Frist. Transferangebot. Die wollen Gomez. Fickt euch. So, transferletzte Frist Talk. So, dann wollen wir mal hier einfach mal alles überspringen. Bla 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 bla. Interessiert doch keinen, wer da weggeht. Uhu, ja, toll. Weg mit euch. Alle mal weg. So, überspringen. Ja, Transferangebot. Groß wollt ihr haben. Deckt mich am Arsch. So, wen wollt ihr denn haben? Manchester City will Gomez kaufen. Ihr könnt euch auch mal alles am Arsch ablecken. Besonders mit eurem scheiß Scheich, der euch alles Geld in den Arsch schiebt. Trainingsverletzung. Wer hat sich verletzt? Philipp Lahm. Das ist ja eine totale verfickte Hurenscheiße, was hier FIFA wieder anrichtet. Ey, ich hasse es einfach nur. Verletzt sich einfach mal so nebenbei. Hat wahrscheinlich irgendwie gerade Ballett getanzt und ist dann umgefallen. Ist auf den kleinen Zeh gefallen und deswegen ist er jetzt tot oder so. Deswegen fällt er für 3 Monate aus, weil er gerade im Himmel erst irgendwas assistieren muss oder so. So, nächstes Spiel ist gegen Wolfsburg. Wir sehen uns dann da. Also, Hussa. Ja, Schuss.